Ich bin's, Fabian, euer YouTube-Kanzler, und die Wahl rückt immer näher. Ich selbst bin ja bekennender Nichtwähler aufgrund meines Alters. Trotzdem habe ich mir mal die Zeit genommen und mich mit ein paar Politikern verabredet, um denen die wirklich wichtigen Fragen zu stellen, auch einige von euch. Ich bin gespannt. Den Hamburger Spitzenkandidaten der Piraten, Sebastian Seeger, treffe ich hier in Berlin in der Wahlkampfzentrale. Ja, da sind wir in der Parteizentrale von den Piraten. Erstaunlich wenig Bildschirme sehe ich hier und ich habe noch nicht geguckt, ob ich ins Internet komme. Und auch Tweets wurden irgendwie, glaube ich, noch keine abgesetzt, dass ich hier bin. Hast du Twitter? Hier gibt es natürlich bestimmt ein WLAN. Also das muss man sagen, wir sind ja hier bei den Piraten, das wird es bestimmt geben. Aber so nerdig, wie wir vielleicht immer nach außen dargestellt sehen, sind wir da an der Stelle vielleicht auch gar nicht. Also wir brauchen keine 20 Flachbildschirme an den Wänden. Und wenn wir schon bei den digitalen Sachen sind, digitale Demokratie, auch so ein Stichwort. Wie sieht für dich die perfekte digitale Demokratie denn aus? Die perfekte digitale Demokratie sieht auf jeden Fall so aus, dass man von zu Hause aus am Computer abstimmen kann. So, angenommen, wir schaffen es, die direkte Demokratie auszubauen, also sprich bundesweite Volksentscheide beispielsweise zu haben, dass man am Computer darüber abstimmen kann. Wir haben ja einen unglaublichen Trend dazu, dass die Wahlbeteiligung sinkt. Und da machen sich zwar alle irgendwie Gedanken, aber sie haben nicht den Mut, sozusagen mal neue Möglichkeiten tatsächlich zu formulieren. Und da bietet sich das Internet ja auch einfach an. Wenn ich irgendwie zu Hause irgendwie mein Bierchen auf dem Tisch irgendwie noch vorm Laptop sitzen kann und noch mit abstimmen kann über irgendwelchen Sachen zum Beispiel, dann fällt mir das leichter, als wenn ich irgendwie ja, meine Jogginghose anziehen muss, aufs Fahrrad steigen muss und zum Wahllokal fahre. Das macht vielleicht jeder, nicht mal jeder, nachdem er irgendwie 10 Stunden vielleicht mal lucht hat. Wenn ich aber zu Hause mit meinem Bier auf dem Tisch noch abstimme, mal schnell so eben, wie viel Gedanken mache ich mir dann überhaupt noch um den Inhalt der Abstimmung? Wie viel oder wie demokratisch ist das denn noch? Da klicke ich ja einfach und weiß gar nicht mehr so wirklich, was hinter den Antworten steckt oder was hinter den Wahlmöglichkeiten steckt. Gut, das ist natürlich irgendwie die Aufgabe von uns allen dann letzten Endes, sich mit dem zu beschäftigen, worüber man abstimmt. Aber das muss man auch sagen, Fakt heute schon, stimmen auch die Leute heutzutage bei Wahlen oder sonst was grundsätzlich irgendwie ab, ohne sich damit groß beschäftigt zu haben. Das ist, glaube ich, irgendwie ein schwerwiegender Fehler unserer Zeit wahrscheinlich. Nichtsdestotrotz denke ich, dass solche Online-Möglichkeiten die Möglichkeit steigt, dass sich wieder Leute mehr mit Politik beschäftigen, weil sie merken, hey, ich werde hier regelmäßig gefragt. Ich mache jetzt nicht nur alle 4 Jahre mein Kreuz, sondern ich werde tatsächlich irgendwie vom Staat neuerdings dazu eingeladen, mitzugestalten. So, und ich glaube tatsächlich, gerade online kann man ja auch dann viel anleiten, sprich durch Links, sonst was, dass wenn man in dem Prozess der Abstimmung ist, dass man sich nochmal vorher irgendwie ein bisschen informiert, Gegenseite hört, irgendwie Pro und Contra irgendwie ein bisschen abwiegt. Und tatsächlich die reine Beschäftigung damit, dass er der Akt, dass er sich irgendwie abends bei seinem Bierchen dazu entscheidet, irgendwie heute stimme ich noch mit ab, ist doch ein zutiefst politischer Prozess, der heutzutage häufig gar nicht mehr stattfindet, wenn wir dieses Tool dann nicht hätten zum Beispiel. Meine Befürchtung ist häufig bei kollektiver Intelligenz, dass es so Dinge gibt, die kann einfach, da braucht man Hintergrundwissen und so. Glaubst du ganz, ganz grob an die kollektive Intelligenz in allen Punkten oder wie ist das? Ja, gut, die Schwarmintelligenz, die du da ansprichst, ist natürlich klar, ist eine große Sache und eigentlich auch wissenschaftlich auch tatsächlich so, dass der Schwarm angeblich halt meist tatsächlich recht hat. Klar, es mag einzelne Punkte geben, wo eine gewisse Expertise vonnöten ist. Wobei ich mir auch immer denke, so wie sicher ist das sozusagen, dass der Experte dann auch eine neutrale Expertise heutzutage verpasst und nicht aus zum Beispiel monetären Hintergründen oder sowas halt die Expertise angefasst ist oder verfasst ist. Und dementsprechend glaube ich auch tatsächlich, dass man diesem Expertentum von heute nicht immer 100%ig trauen kann, sondern da im Zweifel häufig die Bevölkerung tatsächlich der realistischere und bessere Ratgeber tatsächlich und Entscheider ist. Eine große Frage ist ja auch Krieg, ganz speziell jetzt der Krieg in Syrien. Und der Piratenpartei wird immer wieder vorgeworfen, dass sie sich international gar nicht so richtig auskennen und zu den wichtigen Themen gar nichts sagen können. Jetzt mal die Chance, was sagst du zum Krieg in Syrien?
Ja, erstmal möchte ich sagen, dass das so, man das nicht sagen kann, dass wir auch international nichts zu sagen hätten. Da haben wir auch schon im Programm tatsächlich viele Punkte. Was konkret den Syrien-Konflikt jetzt angeht, da sind wir ganz klar gegen. Also, dass da jetzt interveniert wird, gerade jetzt so, wie es auch halt tatsächlich wohl angedacht ist, ohne UN-Mandat etc. da reinzugehen, halten wir für einen großen, großen Fehler. Die Lage dort an sich ist viel zu unklar, als dass man da auch tatsächlich klar benennen könnte, wer da an irgendetwas schuld ist. Und bevor man irgendwie Bomben schmeißt, sollte man unserer Meinung nach halt vorher verhandeln, alle Möglichkeiten ausschöpfen, die friedlichen Wege halt irgendwie zu gehen und nicht jetzt fahrlässig irgendwie da die Flieger rüberfliegen zu lassen und die Bomben zu schmeißen. Das halten wir für einen kapitalen Fehler womöglich. Also reden und nicht intervenieren, um das zusammenzufassen. Ja, reden und vor allem in diesen Gesprächen natürlich sich auf irgendetwas einigen. Ne? Also, dass man schon irgendwie das Gefühl hat, dass es irgendwie konkret vorangeht. Das werden natürlich kleine Schritte sein, also man wird da nicht irgendwie den Schalter umdrehen und dann ist auf einmal alles gut. Aber man muss da ja irgendwie zu Lösungen kommen und sei es nur irgendwie, dass man sich darauf einigt, dass man zum Beispiel erstmal einen Waffenstillstand hat. Also das ist zurzeit, da redet zum Beispiel niemand mehr drüber, dass man auch tatsächlich die Waffen ja schweigen lassen könnte. So. Und wenn man an die Zivilbevölkerung tatsächlich denkt, ist glaube ich auch der Hauptteil der syrischen Bevölkerung höchstgleich daran interessiert, dass es einen Waffenstillstand gibt und nicht noch zu mehr Krieg kommt. Ich habe ja auch noch meine Zuschauer gefragt, ob die ein paar Fragen an die Piratenpartei haben und ich habe mal ein paar mitgebracht hier. Und zwar fragt zum Beispiel Tobi Dub oder Tobi Dub, aktuellen Umfragen zufolge werden die Piraten nicht in den Bundestag einziehen. Was glauben Sie, ist der Grund für die eher schwachen Umfragewerte Ihrer Partei? Ich glaube, wir haben das Problem, dass wir vor allem in der Außenwirkung häufig nur irgendwie über Twitter wahrgenommen werden und es einige Piraten gibt, die zwischenmenschliche Kommunikation, sage ich mal, nicht so gut beherrschen. Schön gesagt, ja. Genau, und uns aus dem Real Life halt nicht kennen. So lernt man uns, glaube ich, irgendwie im echten Leben kennen, kommt man mal am Stammtisch vorbei, sonst was, sieht man, glaube ich, gleich, dass wir A, ein bisschen anders sind und vor allem relativ locker, liberal und gut drauf und nicht irgendwie so ausgrenzend und Shitstorm-mäßig, wie es halt auf Twitter häufig den Anschein hat. Und dann gibt es noch eine Frage von Erator, der fragt, das sind alles schöne Vorhaben und so, er führt da auf bedingungsloses Grundeinkommen, Breitbandzugang und auch der berühmte Wombat für alle Haushalte, aber wie wollen die Piraten das finanzieren? Habt ihr euch darüber schon mal Gedanken gemacht? Beim BGE muss man sagen, es ist jetzt nicht irgendwie so, dass das durch nichts gedeckt ist. Wir haben heute schon extrem hohe Ausgaben an Rente, an Kindergeld, an Arbeitslosenhilfe. Ja, alle im Prinzip Ausgaben, die der Staat momentan irgendwie hat, würden da ja in einem Topf zusammenkommen. Also das würde ja alles wegfallen. Also dementsprechend ist es jetzt nicht so, dass wir da irgendwie neu jetzt einen Haufen Batzen Geld brauchen. Wir sparen auch eine Menge. Allein schon, wenn man an die ganze Verwaltung sonst was denkt. Die FDP zum Beispiel fordert immer den schlanken Staat. Da haben wir eine riesige Chance. Wir können das Arbeitsamt, solche Geschichten ja zumindest fast abschaffen, sage ich mal. Was da auch an Einsparpotenzial da ist, ist enorm. Also die Finanzierbarkeit sehe ich tatsächlich gar nicht so als das große Problem an. Eher tatsächlich, dass die Bevölkerung den Willen zum Ausdruck bringen muss, dass sie das möchte. Also ich sage immer, wenn 5 Millionen Leute aufs Kanzleramt zumarschieren und laut ein BGE skandieren, dann wird Frau Merkel auch am nächsten Tag das auch nicht mehr so schlecht finden, wie sie es zurzeit tut. Eine ganz wichtige Frage von mir noch jetzt. Ich bin 17, ich kann euch gar nicht wählen. Könnt ihr das irgendwie ändern? Wollt ihr das ändern? Ja, auch da, wir sind dafür, dass man auch schon ab 16 auf jeden Fall wählen kann. Haben uns auch teilweise schon sehr erfolgreich dafür eingesetzt, dass das umgesetzt wurde, dass man auf kommunaler Ebene zumindest auch schon mal mit 16 wählen kann. Und wir sind halt auf jeden Fall der Meinung, dass auch junge Leute eine Stimme brauchen. Und dass es eigentlich sehr wichtig ist, dass man die Leute auch so früh es irgend geht in die politischen Prozesse mit reinholt. Weil wir haben halt diese Politikverdrossenheit auch gerade unter jungen Menschen. Wie oft wirft man euch irgendwie vor, total unpolitisch zu sein und keine Ahnung zu haben. Das liegt doch auch damit daran, dass ihr im Prinzip gar nicht mitmachen dürft und euch nicht beteiligen dürft. Also klar, Wahlrecht mit 16 ist absolutes Muss. Dann bedanke ich mich für deine Zeit. Ist sicherlich nicht viel vorhanden davon jetzt im Wahlkampf. Ich wünsche viel Glück, viel Spaß, viel Erfolg bei der Wahl. Vielleicht sehen wir uns in 4 Jahren dann nochmal. Meine Güte, haben wir viel geredet und dabei alles irgendwie abgehakt. Was war für euch der interessanteste Punkt? Schreibt mir das mal in die Kommentare. Ich kann mich nämlich noch nicht so richtig entscheiden. Und wenn ihr euch mal an einer politischen Diskussion beteiligen wollt, dann seid dabei beim Katerfrühstück am Mittwoch, 18 Uhr auf Du hast die Macht. Das Thema dieses Mal digitale Demokratie. Also ziemlich passend. Hey, ich bin Fabian, YouTube-Kanzler und Nichtwähler. Und wie es sich als Nichtwähler gehört, habe ich die letzten Tage damit zugebracht,
die Wahlprogramme zu lesen und für euch aufzubereiten. Heute werfen wir mal einen Blick darauf, was sich die großen deutschen Parteien für unsere Demokratie so wünschen. Ab wann sollte man wählen dürfen? Wie sollte man sich sonst noch beteiligen können? Und was kann man dem Bürger sonst noch so bieten? Werfen wir mal einen Blick auf die Antworten.